Meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem Studio Nürnberg. Heute berichten wir über die Montagsdemonstrationen der Bewegung Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, kurz Pegida. Ein gesellschaftspolitisch hochbrisantes Thema. Seit Oktober demonstrieren in Dresden Montag für Montag Anhänger der Bewegung Pegida dafür, dass alle Kinder in einem friedlichen und weltoffenen Deutschland und Europa aufwachsen können. Am 20. Oktober waren es lediglich 350 Demonstranten, die auf die Straße gingen. Am vergangenen Montag, dem 15. Dezember hingegen, haben sich bereits 15.000 Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung an der Demonstration beteiligt. Auch in anderen Städten Deutschlands beginnt sich ein Protest zu formieren. In den Mainstream-Medien und von den meisten Politikern wird Pegida als ein fremdenfeindliches, rechtsorientiertes Bündnis und als Gefahr für die Demokratie dargestellt. Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD bezeichnet diese Montagsdemonstrationen als Schande für Deutschland, da die Menschen auf die Straße gingen, um, ich zitiere, ihre Ausländerfeindlichkeit auszuleben und dies auf dem Rücken von Flüchtlingen. Innenminister Ralf Jäger von der SPD droht mit der Beobachtung durch den Verfassungsschutz, sollte sich die Bewegung verfestigen. Seiner Meinung nach hätten wir damit eine rechtsextremistische Strömung, die keiner in Deutschland will. Doch worum geht es den Menschen eigentlich, die mit Pegida auf die Straße gehen? Was sind die Themen, die diese Menschen bewegen? Und wie steht es um den Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit? Das Positionspapier von Pegida greift verschiedene gesellschaftspolitische Themen auf. In diesem wird ausdrücklich die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen und politisch oder religiös Verfolgten begrüßt. Denn dies stelle eine Menschenpflicht dar. Es wird eine menschenwürdigere Unterbringung, eine bessere Betreuung der Asylsuchenden sowie das Recht und die Pflicht zu deren Integration gefordert. Dagegen sollen reine Wirtschaftsflüchtlinge und straffällig gewordene Migranten kein Bleiberecht erhalten. Der Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit scheint demnach also nicht haltbar zu sein. Außerdem macht sich die Bewegung stark gegen die zunehmende Genderisierung, das heißt die Auflösung der Identität als Mann oder Frau und der damit verbundenen staatlich verordneten Frühsexualisierung unserer Kinder. Ebenso tritt Pegida gegen die Hörigkeit gegenüber den USA ein und gegen die einseitige und Konflikte schürende Berichterstattung der Mainstream-Medien. Bei der Mehrheit der Demonstranten handelt es sich nicht um rechtsextreme Randgruppen, sondern um kritisch denkende Bürger. Diese setzen sich mit der aktuellen politischen Situation auseinander und fühlen sich von den Volksvertretern im Stich gelassen. Einzelne Politiker nehmen die Ängste und Sorgen der Bürger mittlerweile ernst. Unter anderem übte der CSU-Generalsekretär Scheuer Kritik an der Aussage von Justizminister Maas und sagte, ich zitiere: Es ist eine ungeheure Verunglimpfung, friedlich demonstrierende Menschen als Schande für Deutschland zu bezeichnen. Dennoch bleibt die Frage, warum Politiker und Medien diese Gruppierungen und Demonstrationen so offenbar verunglimpfen bzw. falsch darüber berichten. Bleiben Sie dran, es folgt im Anschluss noch eine weitere Sendung über die Großdemo in Dresden mit dem Schwerpunkt Fremdenfeindlichkeit oder Medienterror. Hiermit verabschiede ich mich und übergebe an das Studio Dresden. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, heute möchten wir hier auf KlarTV aus aktuellem Anlass die viel diskutierten Pegida-Demonstrationen aufgreifen. Die Stadt Dresden erlebte am Montagabend, dem 15. Dezember, einen erneuten Großaufmarsch. Rund 15.000 Personen folgten der Organisation Pegida und wehrten sich demonstrativ gegen alle öffentlich-rechtlichen Massenmedien, die das Volk belügen. Gleichzeitig aber auch gegen alle Politiker und sogenannten Volksvertreter, die sich nicht um die Anliegen des Volkes kümmern. Parolen wie „Ihr werdet gewählt als Volksvertreter und entpuppt euch zunehmends als Volksverräter“ hallten durch die gefüllten Straßen Dresdens.
Der Missmut gegenüber den Massenmedien schien derart angewachsen, dass es den Mainstream-Journalisten kaum mehr möglich war, mit irgendjemanden der 15.000 Demonstranten auch nur ins Gespräch zu kommen. Die Medien sprachen davon, dass es offensichtlich eine Losung zwischen den Demonstranten gab, nicht mit ihnen zu sprechen. Dabei übersahen die Massenmedien wohl eher absichtlich, dass es doch in der Natur der Sache liegt, dass Demonstranten nicht ausgerechnet noch mit jenen, die ihnen gerade systematisch Verleumdung, unnachgiebige Volksverhetzung und Betrug verwerfen, noch sprechen möchten. Vergeblich nämlich, so die Demonstranten, wehre man sich gegenüber Vorwürfen der Fremdenfeindlichkeit, welche in den Massenmedien verbreitet werden. Es ginge von Anfang an doch in keinster Weise um Fremdenfeindlichkeit, sondern allein um gesunden Menschenverstand. So demonstrierten am Abend des 15. Dezember rund 15.000 Menschen mit eindringlichen Reden und Transparenten vor allem gegen untragbare Praktiken von Politikern, die Asylanten ohne jedes Maß ins Land einschleusen und sich hernach um diese mehr kümmerten als um das eigene Volk. Allen Gegenstimmen und Bezeugungen der Demonstranten aber zum Trotz verkündeten die Massenmedien dennoch am darauffolgenden Tag, das Großaufgebot in Dresden hätte sich in fremdenfeindlicher Absicht gegen die sogenannte Islamisierung des Abendlandes gerichtet. Und genau solche Berichterstattungen seien das berühmte Öl aufs Feuer, so die Demonstranten. Genauso laufe es doch überall ab. Da warne zum Beispiel die Bundeskanzlerin, wie es auch dieses Mal der Fall war, bereits im Vorfeld der Demonstration das ganze Volk ausdrücklich davor, sich von einer fremdenfeindlichen Organisation instrumentalisieren zu lassen. Deutschland sei nämlich kein Platz für Hetze und Verleumdung. Doch genau solches, so entgegnen es die Pegida-Demonstranten, widerfahre ihnen gerade jetzt wieder mit dieser aktuellen Vorkampagne der Bundeskanzlerin gegen die Pegida. Während es den Demonstranten überhaupt nicht um Fremdenfeindlichkeit gehe, sondern um bare Gerechtigkeits- und Vernunftsfragen, würden die instrumentalisierten Leitmedien rücksichtslos immer mehr zu einem Platz für Hetze und Verleumdung gegen Pegida werden. Dies musste sogar Radio-SRF-Korrespondent Kaspar Selk zugeben, der sich unter die besorgten Bürger in Dresden gemischt hatte. Er sagte, die Redner dieser Demonstration richteten sich gegen vieles, aber auffallend wenig gegen die Islamisierung des Abendlandes. Es ging in den Reden und auf den Transparenten vor allem um die wachsende Zahl von Asylsuchenden, um die der Staat sich angeblich besser kümmere als um die eigene Bevölkerung. Trotzdem konnte sich die mit Schweizer Steuergeldern finanzierte Radiogesellschaft SRF einmal mehr nicht verkneifen, in diesem 15.000-köpfigen Publikum irgendwelche Rechtsradikale ausgemacht haben zu wollen. Aber auch hier mussten sie im gleichen Atemzug eingestehen, dass da vor allem viele andere, insbesondere ältere Menschen und zahllose Wähler für die verschiedensten Parteien gegenwärtig waren. Nun fragen sich die brüskierten Demonstranten, was diese verhetzten Bemerkungen gegen rechts denn nun eigentlich bewirken sollten. Immer mehr Demonstranten fürchten sich davor, dass die Massenmedien mittels Verleumdungen einen Bürgerkrieg hervorbeschwören. Und solche Befürchtungen scheinen nicht einmal unbegründet. Denn wie es immer häufiger auch bei verschiedenen anderen Demonstrationen geschieht, fand zur gleichen Zeit eine Gegendemonstration mit rund 6.000 Teilnehmern statt. An dieser nahm unter anderem auch der Parteivorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, teil. Er sagte, es gehe jetzt darum, dass ich die große Mehrheit in Deutschland aufmache und stark werde gegen diesen Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit. Und der Linke Özdemir weiter, man kriegt die Rechten nicht klein, indem man ihnen nach dem Mund redet. Ja, verehrte Zuschauer, so geht es wieder einmal. Schon verdichten die Mainstream-Nachrichten diese zwar zugegebenerweise breit angelegte Demonstration zu einem typischen Anlass von Rechtsextremisten. Das Wort Extremist kommt an aktueller Stelle zwar nicht vor, doch dafür wurde bereits systematisch im Vorfeld in angelegten Berichterstattungen längst gesorgt. Wo immer daher von rechts auch nur schon die Rede ist, interpretiert der gezielt erzogene Zuhörer dieses Wort automatisch, ohne es jedoch überhaupt noch zu merken, in die rechtsradikale Ecke. Auf die Bitte, man solle doch auf die wachsende Zahl der Pegida-Demonstranten, auf ihre Ängste und Nöte im fairen Dialog eingehen, will weder Cem Özdemir noch die Bundeskanzlerin überhaupt erst eingehen. Schon gar nicht auf einen öffentlich geführten Dialog. Was meinen Sie, verehrte Zuschauer, was muss gesetzmäßig folgen, wenn der menschliche Weg des Gesprächs und der Politik bewusst verweigert wird?
Die weltweiten Ereignisse führen es deutlich vor Augen. Wo die Politik am Ende ist, tritt die Gewalt, der Terrorismus und der Krieg an dessen Stelle. Im vorliegenden Fall wurde deutlich signalisiert, dass die Pegida-Demonstranten das öffentliche Gespräch fordern. Cem Özdemir von den Grünen und die Bundeskanzlerin verweigerten dies jedoch bereits vorneweg. Verehrte Zuschauer, wird es zu blutigen Bürgerkriegen auch demnächst hier in Deutschland kommen? Wenn die gegenwärtigen Tendenzen weiter so anschwellen, wohl nicht nur allein in Deutschland. Schon lange sollen anonyme, hinterhältige Drahtzieher unsere europäischen Völker gezielt zu einer Schlacht der Kulturen zurüsten. Darin sind sich zunehmend selbst hochrangige Politologen und Professoren einig. Die eigentliche Gefahr geht jedoch ihnen zufolge weder vom einzelnen Kritiker noch von irgendwelchen Demonstrationszügen wie etwa der Pegida aus. Vielmehr aber von jenen Massenmedien, die politisch notwendige Hinweise, wieder besseren Wissens, dem wahren Zusammenhang entreißen, jede auch berechtigte Kritik sogleich als Hasspropaganda brandmarken und damit die eigentliche Ausländerfeindlichkeit schüren, die dann Bürgerkriege entfachen. Ginge es den Mainstream-Betreibern tatsächlich um den Schutz der Völker, zögen sie einzelne, zum Beispiel Islamhasser, stillschweigend vor die Gerichte. Doch unter dem Vorwand, Fremdenhass zu bekämpfen, veröffentlichen die Massenmedien schonungslos ausgerechnet jene Korantexte, die das größte Konfliktpotenzial in sich bergen. Mit Sicherheit kommt es unter diesen Voraussetzungen früher oder später auch im deutschsprachigen Raum zu blutigen Bürgerkriegen, die sich destabilisierend auf ganz Europa ausbreiten würden. Wem aber nützt dies? Nur rechtzeitige Aufklärung und Zusammenhang, getreue Informationen führen zur rechtzeitigen Antwort und Verhinderung von Bürgerkriegen. Deswegen verbreiten auch Sie, verehrte Zuschauer, diese Informationen. Klagemauer TV bedankt für Ihre Mitarbeit. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.